Ich meine, sicherlich haben sehr viele Menschen die Sehnsucht wahrgenommen zu werden, in jeder Weise. Man meint sich selber zu kennen, aber letztendlich erkennt man sich erst im Blick des anderen. Und das kann ein kleiner Ruhm sein, wenn man plötzlich für jemanden etwas bedeutet. Das ist schon Ruhm. Oder eben, das kann ein großer Ruhm sein, so wie der Filmschauspieler, den Heino Ferch in unserem Film spielt, der erkennt, dass seine Einzigartigkeit gar nicht einzigartig ist. Der zurückgeworfen wird auf das, was er ist, ohne ein Star sein zu müssen. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ihre Rolle, die Rosalie, wie würden Sie denn die Frau beschreiben? Ja, da müssen Sie eigentlich den Autor fragen, der sich diese Figur ausgedacht hat. Er schreibt, Rosalie ist die klügste meiner Figuren. Das haben wir ja eigentlich gar nicht zeigen können. So besonders klug ist diese Frau nicht. Denn eine kluge Frau, eine rationale Frau, würde sicherlich ihr Schicksal, das heißt das Schicksal sterben zu müssen, auf sich nehmen. Und dass Rosalie sich so viel Mutwillen bewahrt hat, ihren Erfinder zu überreden, dass er sie am Leben lässt, weil sie noch leben kann und leben will und lachen kann und weinen kann. Das finde ich sehr schön. Ob das klug ist, weiß ich nicht, aber mutig ist es. Aber wenn man ein junges Mädchen ist und man weiß noch nicht, wer man selber ist, dann probiert man ja auf jeden Fall erst einmal äußerlich verschiedene Identitäten aus. Und ich war sehr spielerisch veranlagt. Also meine Mutter ist gar nicht mit meinen Verwandlungen mitgekommen, wie ich so 15, 16 war. Da war ich dann eine Woche lang sehr stark Brigitte Bardot-mäßig orientiert. Und dann die nächste Woche habe ich mir eine Tube Haarfarbe gekauft und bin plötzlich neben meiner Mutter in Dunkelrot hergegangen. Meine Mutter hat nur gesagt, du gehst zwei Schritte vor mir oder zwei Schritte hinter mir, weil sie das nicht verstanden hat, diese Sehnsucht, hier kommt es, jemand anderer zu sein. Ja? Aber das ist sehr verzeihlich, finde ich, wenn man so jung ist, wie ich damals war. Und langsam findet man dann seinen Platz. Man findet sein Leben und ich habe es gefunden und ich möchte jetzt gar nicht sagen, und ich fühle mich wohl darin. Das ist wohl selbstverständlich. Natürlich ist es genauso selbstverständlich, dass man auch in seinem Leben, im eigenen Leben, nicht ungebrochen glücklich ist.